Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge Democracy 4 Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Dann haben wir hier die Zuschüsse oder Förderung von Menschen mit Beeinträchtigung. 8 Milliarden. Runterfahren um 3. Nicht ganz 3. Oder sogar noch mehr. Ich würde es ungern unter die 5 packen. Dann würde ich es auf 5,19 lassen. Dann geben wir nur 4 aus. Okay. Politisches Kapital. Ja. So. Ihr seht schon, wir sind jetzt rigoroser. Aber was sollen wir machen? 331 Milliarden Defizit. Im Prinzip Kindergeld, ne? Ah ne, nicht Kindergeld. Wir unterstützen die Kinderbetreuung. Das haben wir vor nicht allzu langer Zeit, naja doch vor relativ langer Zeit, eingeführt, weil es einen Impact auf die Produktivität hat. Und zwar einen nicht zu knappen. 5,6%. Es steigt gerade noch. Eigentlich ganz spannend, die Impacts, die das haben müsste, weil, wenn wir das runterfahren, würde das bedeuten, höchstwahrscheinlich, dass mehr Frauen zu Hause bleiben. Das heißt, es werden Arbeitsplätze frei, die wiederum durch Leute, die momentan arbeitslos sind, geschaffen werden. Das ist völlig absurd, dass wir so rumzudenken, aber es funktioniert. Ja. Und wahrscheinlich freut es die anderen auch noch so ein bisschen. Also, die Konservativen werden es doch gut finden. So auf 5, also von 6,8 auf 5. Ja. Können wir, glaube ich, mit leben, mit dem Produktivitätsimpact. Definitiv. Okay. Das ist halt verrückt. Wir gucken gerade immer mehr auf diese wirtschaftlichen Kenndaten in der Hoffnung, diese Einnahmenseite irgendwie anzuheben. Ja, so, das hier ist das Kindergeld. Da sind wir bei 9,6 Milliarden. Würde ich noch ein Stück runtergehen sogar. Das ist mir zu weit. Bei mir ist gerade übrigens der Equality-Teil der, auf den ich die ganze Zeit schiele. Okay. An dem ich es gerade ausmache. Dann vielleicht doch eher bis zu dieser Grenze? Ja. Okay. Ziehen wir was vom Kindergeld ab. So, dann... Frank fragt auch gerade, wie momentan die Steuersituation ist. Wir haben vorhin die Einkommenssteuer, die Einkommenssteuer war beim letzten Mal schon gesenkt, wir haben heute die Lohnsteuer gesenkt. Wir haben andere Steuern rapide, glaube ich, oder relativ rigoros angehoben, würde ich sagen. Ja. Und wir versuchen irgendwie es so hinzukriegen, dass es relativ ausgeglichen ist. Also, dass diejenigen Leute, die sowieso schon nicht so viel haben, nicht nochmal zusätzlich mit einem hohen Steuerbetrag belastet werden, weil es halt hier nur diese keine gestaffelte Steuer gibt nach dem Einkommen, sondern weil es hier dann eine für alle gibt. Sind dann irgendwie, keine Ahnung, 30%, 45% oder welche Steuer dann auch immer. Ja, und deswegen haben wir das versucht, ein bisschen aufzuteilen. Ja, und wir haben auch so Sachen gemacht wie, wir haben die Steuern für Flugbenzin komplett abgeschafft, haben dafür aber die Vielfliegersteuer auf maximal. So. Und diese Flugsteuer haben wir deswegen abgeschafft, weil wir dringend den Tourismus brauchten, weil unsere Wirtschaft, weil es der nicht so... Ja, genau. So, dann haben wir hier die Renten. im Prinzip der Mietendeckel, könnte man sagen. Sind wir niedrig? Würde ich jetzt auch so lassen. Ja. Dann sind wir hier bei den Lebensmittelmarken. Die haben wir schon reduziert. Die haben wir. Als wir die Einkommenssteuer als wir die Einkommenssteuer gesenkt haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir an der einen oder anderen Sozialschraube hier noch drehen können.
Hier wird es die Frage, ob wir es nochmal auf knapp über eine Milliarde setzen oder ob wir dann sagen, okay, es lohnt sich dann auch schon langsam nicht mehr. Wir halt auch gucken müssen, dass sich auch der Bereich der Armut nicht verschärft. Deswegen darf das nicht so krass sein. Ja, aber dann würde ich sagen, so, auf eine Milliarde. Ja. So, dann haben wir hier das Verbot für Geschlechtsverstümmelung. Da drehen wir nichts dran. Sag ich jetzt. Ja, ich verstehe die Frage nicht. Ja, genau. State Housing, also der soziale Wohnungsbau vom Staate organisiert, ist etwas, was wir eingeführt haben, um gegen die Real Estate Bubble anzukämpfen. Ist auf einem Level, den ich gut finde. Wenn ich so Middle Earnings finde, noch ein klein wenig okay. Es tut was gegen die Armut. Es sorgt für Equality. Es sind gut investierte 1,25 Milliarden. Ich auch. Gut, und nochmal zu den Steuern. Es tut mir leid, lieber André. Nee, kein Problem. Das kriege ich im Chat nicht kommuniziert. Da muss ich Sätze draus machen. Die Einkommenssteuer bringt total viel, aber es bringt uns nicht so wahnsinnig viel, wenn die Leute kein Geld mehr haben, was sie ausgeben können. Deswegen war die Überlegung, es so ein Stück weit auf die einzelnen Einkommensbestandteile zu setzen und nicht auf das Gesamteinkommen. Also wir nehmen den Lohn, wir nehmen Vermögen, diese ganzen einzelnen Punkte, aber die Gesamteinkommenssteuer, die senken wir eher. Ja. So, jetzt sind wir bei den Pensionen. Die haben wir schon mal angefasst. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als hier nochmal runterzugehen. 52 auf, ich sag jetzt einfach mal an diese Grenze auf 45, also 7. Armut geht damit um 2% hoch. Damit könnte ich noch leben. Augenhaltes Geld, damit wir wieder irgendwie klarkommen. Ja. Das hilft nichts. So, dann haben wir hier, die sind wir schon am Anschlag, das Department, was Sozialbetrug untersucht. Das sehen wir, naja, ist kaum was an Einkommen, aber es war vor allem auch, um die Meinung der mittleren Einkommen etwas zu pushen. Und es bringt uns ja netto Geld. Und dann haben wir noch das Arbeitslosengeld. 3,5 Milliarden, das ist überhaupt nicht viel. Nicht viel. Was ist denn die Stufe über hoch? Könntest du da noch mal kurz gucken? Maximum. Ich hätte jetzt gesagt, wir sollten den vielleicht leicht nach unten korrigieren. Ja, aber wir müssen aufpassen, dass sich das nicht so krass auf die Arbeitslosigkeit auswirkt, die wir ja sowieso haben. Die Arbeitslosigkeit sinkt, wenn wir die Unterstützung absenken. Wenn ich das jetzt runternehme, sinkt die Arbeitslosigkeit um 1%. Ist die Logik des Spiels, dass Arbeitslosenunterstützung dazu führt, dass Leute nicht arbeiten, richtig? Ja. Okay. Um in der Logik des Spiels zu bleiben, können wir das gerne ein Stück runtersetzen. Okay. So, sind wir mit dem Welfare-Sektor durch. Tatsächlich. Mhm. So. Poverty geht ein klein wenig hoch. Wir haben ein Dilemma. Verbieten von Nutztierimporten. Eins unserer Nachbarländer hat öffentlich erklärt, dass sie einen Fall von Mund- und Klauenseuche bei ihren Rindern haben.
Obwohl die Chancen für die Verbreitung dieser Krankheit bei uns sehr gering ist, wird bei den Farmern dafür lobbyiert, dass Importe von Rindern aus diesem Land verboten werden, als eine Vorsichtsmaßnahme. Und dann kann man das ablehnen oder approven. Und die Argumente sind, es gibt keine statistischen oder wissenschaftliche Beweise dafür, dass einfach ein Blanko-Verbot von Rinderimporten irgendetwas hilft. Und der Ausbruch in dem Land ist sehr stark begrenzt und wird kontrolliert von denen. Oder wir können sagen, ja, machen wir. Es lohnt sich das Risiko nicht. Auch wenn die Chance sehr gering ist, sollten wir trotzdem dafür sorgen, dass es nicht zu uns überspringt. Ich befürchte, es würde uns mehr kosten, das Problem wieder in den Griff zu kriegen. Und ich hätte gerne mehr Informationen, unter anderem statistische und wissenschaftliche Informationen, ob es möglich ist, dass es überspringt oder nicht, weil das ist ja gerade schwarz und weiß und diejenigen, die sagen, es gibt keine Beweise dafür, sagen auch nicht so richtig, wie man trotzdem es verhindern kann, wenn es, ich krieg mich gerade nicht mehr formuliert, wie man es trotzdem verhindern kann, dass die Krankheit zu uns kommt. Ja, also Maul- und Klauenseuche, so ein bisschen habe ich da zweiter Hand Erfahrung. Ich habe ja mal im Katastrophenschutz gearbeitet, lange Jahre. Und da ist es halt auch so, wenn es irgendwo Maul- und Klauenseuche Ausbrüche gibt, dann werden auch teilweise Katastrophenschutzeinheiten herangezogen, um quasi an, nicht nur an Grenzen, sondern auch inländisch Desinfektionsstationen aufzubauen, sodass eine Ausbreitung dieser Seuche verhindert wird. Gott sei Dank ist sie halt nicht durch die Luft übertragbar, sondern du desinfizierst, schiebst da Fahrzeuge, Landmaschinen und sowas durch und tada, so behältst du das unter Kontrolle. Aber es ist halt auch ein massiver Materialeinsatz. Wenn du ihn nicht machen würdest, dann hättest du halt ein Riesenproblem mit Verlusten für diverseste Landwirte und irgendwann auch für die Lebensmittelversorgung. Dann bin ich weiterhin für Approved Ban und möchte nochmal daran erinnern, dass wir auch immer noch eine Pandemie haben, mit der wir in dem Spiel gerade klarkommen. Fällt mir dabei gerade ein. Pandemie nicht überwunden letzten Stream? Ja, wir hatten sie überwunden. Aber ich würde jetzt auch sagen, so, sind mir ein paar zu viele und wir versuchen gerade irgendwie, das wäre jetzt noch schöner, wenn das jetzt auch zu uns überspringt. Ich glaube, wir kriegen einen Impact auf die Außenbeziehungen, aber sei es drum. Ja, Foreign Relations, minus 13 und International Trade minus 5, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Edelhack schreibt auch gerade, wenn ein Fall irgendwo auftritt, wird in einem sicherheitshalber in einem Bereich von 3 Kilometern gekeult. Also werden alle Bestände notgeschlachtet. Das ist, ja, also Maul- und Klauenseuche ist kein Spaß. Wenn sich das ausbreitet, alter Schwede. Also das hat sich tatsächlich bewährt. Unser Defizit ist gesunken. Unser Einkommen ist auch leicht gestiegen. Ja. Die Weltwirtschaft steigt weiter ein klein wenig. GDP geht weiter nach oben. Ja. Welfare sind wir jetzt einmal mit der harten Keule durch. Jetzt kommen wir in den großen Bereich Economy, also unsere Wirtschaft. Kurz nochmal unsere Einnahmen und Ausgaben zeigen. Ich habe eine Theorie im Kopf und muss da mal kurz drüber nachdenken. Einnahmen? 323. Na, ich habe überlegt, wie viel Geld wir jetzt momentan uns borgen und wollte gern nochmal zu den Ausgaben gucken.
wie viel wir gerade für unsere Zinsen bezahlen, 318. Ich denke da noch ein bisschen drüber nach. Okay. Ich gehe mal hier lang. Wir haben Kohleverband. Im Sinne der Förderung des Bruttoinlandsprodukts könnte man das jetzt ein Stück weit runterfahren, aber ich weiß nicht, ob uns das groß was bringt. Es kostet uns nichts. Unsere CO2-Emissionen sind auf null. Wir sind CO2-neutral. Und wir ziehen damit auch unseren Bedarf an Öl zurück. Ich hätte jetzt gesagt, wir schaffen es nicht ab. Aber wir ziehen es auf extrem gering. Weil der Kohleausstieg sollte geschehen sein. Und wir sagen immer noch Ban Coal, aber es gibt keine Actions mehr. Kohle ist einfach nur verboten. Das finde ich gut. Wir sparen nichts, aber wir verhelfen unserem GDP ein wenig. So, dann haben wir hier das Verbot von Antibiotika. Also vorbeugende Antibiotika in der Fleischindustrie. Bin ich stark für, dass wir das auf diesem Level halten. Ich ganz bei dir. So, dann haben wir noch Regulationen für den Neubau von Häusern, also Eco-Homes. Es gibt einen Regelkanon, der dafür sorgt, dass das neue Gebäude ökologisch sinnvoll gebaut werden. Und da geben wir ein bisschen Geld für aus, aber der Impact auf Energy Efficiency ist krass. Da sind wir, ja. Da sind wir schon noch gut. Ich glaube, wir haben diese Smart Meter Geschichte abgeschafft beim letzten Stream und dadurch gab es den Tipp nach unten. Also wir können das so lassen, wir können es auch noch einen kleinen Tick runterfahren, aber so richtig. So viel bringt es uns auch nicht. Warte mal, ich will mal gerade CO2-Emissionen gucken. Da sind wir immer noch auf null. So viel Einsparpotenzial ist jetzt nicht da. Finde ich eine gute Regelung. Finde ich auch. So, dann haben wir hier das Quoten für diskriminierte Gruppen und Minderheiten in Unternehmen. Geben wir ganz wenig Geld für aus und ja, würde ich eher auch nochmal 4 Millionen draufgeben, dass es hochgeht. Auch ganz bei dir, wir haben an einer anderen Stelle bei der Equality so einen Tipp nach unten gehabt und ja. Das sind jetzt 4 Millionen. Hier sind die Agrarsubventionen, die haben wir schon mal hochgesetzt. Deutlicher Impact auf unsere Arbeitslosigkeit, da können wir auch mal drauf gucken. Die ist gleich geblieben. Obwohl wir da, na okay, wir haben an beiden Seiten irgendwie geschraubt. Wir könnten überlegen, ob wir hier noch, da bin ich hin und her gerissen, weil wir auf der einen Seite die Möglichkeit hätten, hier relativ zügig und leicht unsere Arbeitslosigkeit zu senken. Auf der anderen Seite sind wir ja gerade dran, Geld zu sparen. Ja. Da bin ich, also weiß ich gerade nicht. Ich sag mal, wenn wir jetzt hier quasi eine halbe Milliarde in die Hand nehmen, für eine halbe Milliarde minus 1,6% Arbeitslosigkeit für 500 Millionen. Eigentlich in Ordnung. Dann machen wir das doch. Und auch den Lebensmittelpreis wirkt sich ja auch aus, der wird ja auch gesenkt. Ja. Und okay. Da wir gerade in anderen Bereichen so reingekrebst sind im Sozialsektor, finde ich das in Ordnung. Ja, National Business Council unterstützt man mit 300 Millionen, gibt einen GDP-Push, der noch nicht abgeschlossen ist. Das würde ich so lassen. Ja. Genau, dann haben wir hier der Mindestlohn. Den haben wir vor nicht allzu langer Zeit hochgesetzt.
könnten überlegen, ob wir den noch mal ein bisschen, ob wir den noch mal einen Tick hochsetzen. Wobei auch hier natürlich keine Zahl dasteht. Also wir wissen nicht, über welche Summe wir jetzt gerade reden. Nee. Aber da... Ich würde ihn nicht ganz hochsetzen, aufgrund der nicht wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Ja. Nur so ein Tick. So ein Tick? So ein Tick finde ich super. Okay. Dann haben wir hier die Verbraucherrechte. Die will ich nicht abschaffen und die finde ich da eigentlich sehr gut. Geht mir genauso. Okay, dann machen wir hier weiter. Die Subventionen für saubere Energie. Die können wir gerne ein Stück runterfahren, weil wir ja auch den Climate Change Adaption Fund haben, bei den CO2-Emissionen sowieso momentan auf Null sind und uns die Umweltschützer im Gegensatz zu allen anderen wirklich mögen. Ja, und an der Stelle hätte ich jetzt gesagt, lass den ganz abschaffen. Okay. Wegen dem Climate Change Adaption Fund, wegen all diesen anderen Sachen. Wir sind gut bei der CO2-Emission. Und selbst wenn wir CO2 wieder anfangen zu emittieren, bringt uns das Geld in die Kasse, weil wir eine CO2-Steuer haben. Das ist total gut. Zumal sich das ja vorrangig auf den auf die Industrie ausgewirkt hat und die haben wir jetzt wirklich sehr, sehr lange mitfinanziert. Richtig. Jetzt hat sich hier wieder alles geändert. Jetzt meine Reihenfolge durcheinander gekommen. So, jetzt haben wir hier die City Farms haben wir ganz hoch geknallt mit 200 Millionen. Würde ich auch so lassen, weil wir tun was, weil das war ein guter Hebel, um den Farmern was Gutes zu tun. Das finde ich auch. Dann haben wir hier eine Business Startup Campaign. Sorgt für Self-Employment, also Membership geht hoch und kostet uns auch relativ wenig, würde ich so lassen. Ja, das ist eines der wenigen Dinge, die die Kapitalisten machen. Genau. Dann habe ich hier, haben wir Recycling, sind wir relativ hoch. Das ist eher, okay, das, wie sieht denn unsere, ach, das sieht ganz gut aus. Da würde ich doch bei Recycling sagen, wir könnten ein bisschen was sparen. Nicht so ja, viel, aber... Ich würde noch bei Limited Doorstep Collection bleiben, aber in einem unteren Finanzrahmen. Also hier? Ja. Okay. Dann haben wir hier die Mutterschutz. Oder Elternzeit? Nee, ist Mutterschutz, ne? Maternity Leave. Was? Mutterschutz? Ja. Können wir auch. Das ist die Frage, wie wichtig sind uns welche Dinge? Der Mutterschutz führt halt dazu, dass es eine geringere Produktivität gibt. Das hat einfach was damit zu tun, dass ja trotzdem Arbeitgeber bezahlen müssen und jemand Neues eingearbeitet werden muss. Oder so. Insofern wir finanzieren aber von Staats wegen auch Kinderbetreuung. Das heißt, wir könnten das tatsächlich mal anfassen, jedenfalls ein kleines Stück, um der Produktivität auf die Sprünge zu helfen. Die Kinderbetreuung haben wir ja auch gerade runtergefahren. Ja, das stimmt. Aber wir haben das hier noch gar nicht angefasst und Kinderbetreuung gab es von Staats wegen finanziert noch gar nicht. Die haben wir aus eigener Initiative eingeführt. Dass das wichtig war. Ja, richtig. Und ich weiß halt nicht. Ich fasse es mal kurz an. Mein Gender Equality Herz ist da gerade so ein bisschen. Ja, ich fasse es mal kurz an. Ich gehe hier so auf diese 2. Da ist Gender Equality von 29,6 auf 26,4. Also 3% weniger und wenn ich drauf gucke, wir sind oben. Na gut, das ist der saure Apfel, in den wir jetzt beißen, den ich jetzt beißen muss. Für diese kleine Veränderung ja. Kriegen wir halt
ein bisschen Produktivitätsboost. Aber ich glaube... Ja, wenn wir das schon anfassen, würde ich dann noch ein Stück runtergehen, damit wir wirklich was von der Produktivität haben. Ansonsten bringt es uns ja nichts. Dann würde ich hier, dass wir noch 3/4 Pay haben. Ja. An diese Grenze und Produktivität haben wir dann 1,5%. Ja, das gefällt mir. Das ist ein schöner Kompromiss. So, dann haben wir hier die seltenen Erde. Die haben wir eingeführt auf einem relativ niedrigen Niveau, um unsere Produktivität zu pushen, weil es ein großer Produktivitätspush war. Und endlich mal was die Kapitalisten freut. Ich wollte hier einfach noch ein bisschen kürzen. Aber auch da wieder die Frage, wie sich das... Oh, das geht eigentlich. Ja, das geht eigentlich. Da würde ich doch... Das ist ja verrückt. Auf die Millionen... Würde ich ganz runtergehen. Ja, das finde ich total gut. Weil die Produktivität bleibt ja trotzdem erhalten. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und da sind wir durch. Das heißt, wir müssen hier gleich weitermachen. Bei der Wirtschaft. Ja. Housing Expansion. Ein Dilemma. Es gibt eine Knappheit an Wohnungen in unserem Land und die Regierung ist unter Druck, um eventuell die Gesetzgebung für den Grüngürtel etwas zu lockern, dass im Grüngürtel also gebaut werden darf. Und da haben wir die Möglichkeit, dass wir das tatsächlich machen, dass wir Relax Planning Law oder Keep Planning Restrictions. Dieses Dilemma hatten wir, glaube ich, schon zweimal oder sowas. Und da haben wir uns immer für... Es ist so wichtig, dass man Grüngürtel hat, auch um die Stadt. Also, es ist halt schlimm, wenn man das komplett zubaut. Und da wir immer wieder auch in dem Spiel zu kämpfen hatten mit Atemwegserkrankungen, ist es, glaube ich, gut, wenn man noch ein wenig Natur um die Stadt hat. Also behalten wir die Restriktionen bei. Ja. Kapitalisten finden es doof. Umweltschützer und Landwirte finden es gut. So, wir haben wieder ein... Das ist eine neue Nachricht. Der pensionierte General Ulrich Jung erzählt über die schockierenden Status des Militärs in unserem Land. Das ist furchtbar. Wir haben so wenig Militärausgaben. Unser Militär ist kaum in der Lage, die Verteidigung unseres Landes wahrzunehmen. Und an der Stelle muss ich sagen, hast du mal auf unser Defizit geguckt, Alter? Komm mal klar. Tja. Unser Defizit ist wieder leicht gestiegen, weil die Weltwirtschaft einen Knick macht. Alles läuft in Zyklen. So, hier oben waren wir. Dann haben wir hier Technology Grants, also Förderung für Technologieentwicklung. Die haben wir... Ist schon länger her, dass wir das hochgesetzt haben. Da wir jetzt gesagt haben, dass wir jetzt sektorweise gucken, dass wir sparen in der Hoffnung, dass es nicht zu schlimm wird, wäre jetzt die Frage, wie weit wir hier runtergehen können. Wir haben hier die Produktivität und Arbeitslosigkeit wären hier so meine beiden Bereiche, auf die ich drauf gucke. Ja, und GDP wird auch direkt beeinflusst. Mhm. Ich gehe jetzt mal hier 500 Millionen runter. Haben dann eine Änderung der Arbeitslosigkeit um 0,45, Produktivität um 0,6, GDP um 0,2. Na, damit könnte ich leben. Ich weiß nur nicht, ob wir noch weiter runtergehen sollen. Ja, nee, würde ich auch nicht. Also da würde ich es jetzt hinschieben, so einen ganz leichten... leichte Änderung, aber das wäre das Maximum, was ich da ändern würde. Und wir müssen Geld sparen, also da. Ja. Okay.
So, wir finanzieren, wir leisten uns ein Weltraumprogramm. Das haben wir erst kürzlich eingeführt. Und wir haben es eingeführt, weil es auch so einen Boost hatte für den technologischen Fortschritt und Technologie und so. Genau. Und ich würde kürzen. Ja, geht mir genauso. Auf dieses Level. 700 Millionen. Ich würde sogar fast noch einen kleinen Tick runtergehen. Okay. Haben wir gemacht. Dann haben wir hier die Umweltverschmutzungskontrollen. Wie sieht unser CO2 aus? Immer noch null. Einnahmen generieren? Nee, oder? Nee, Einnahmen können wir damit nicht generieren. The Environment sieht auch noch gut aus. Ich würde jetzt sagen, wir haben so viele andere Sachen, dass wir hier ein klein wenig runtergehen könnten. Wenn wir es ein bisschen runtersetzen, nicht um Geld zu sparen. Also ich würde es mal sagen, dass wir noch auf Extensive Monitoring bleiben und dann ändert sich unser GDP einfach auch nochmal um 1,2% nach oben. Ja. Und der Umwelt geht es im Moment eigentlich auch noch gut. Das können wir gerne machen. Okay. Das können wir gerne machen. Wir müssen dann nur im Endeffekt mal schauen, was sich wie dann das Endergebnis nach unserer Sparrunde bei der Umwelt ist. Ja. Bin ich gespannt. So, hier haben wir die Arbeitsgesetzgebung, die im Prinzip eine Restriktion darauf legt, wie Arbeiter streiken dürfen. Ja, jetzt die Frage, wollen wir das nochmal anfassen und was wäre hier so unser Fokus? Produktivität und Löhne würde ich im Auge behalten. Okay. Also wir sind im Moment Löhne minus 0,5% und Produktivität plus 0,2. Wenn ich das runtersetze, so, kriegen die Löhne ordentlich einen ab, aber die Produktivität geht hoch um 1%, aber die Löhne gehen runter. Kannst du es wieder ein Stück anheben? Irgend so ein Zwischending? Also es geht ja auch gerade nicht so richtig ums Sparen, sondern nur so ein... Ja. So, Löhne wären minus 1,25, Produktivität plus 0,5. Ja. Okay. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.